Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Black Desert Online. Wir starten auch direkt durch, ohne was da noch zu machen. Diesmal, oder, der zeigt das schon an. Und zwar, wir waren ja mit Nvidia, haben wir die Quest fertig gemacht. Jetzt sind wir quasi auf dem Weg nach Heidel und machen jetzt hier in Heidel, im Heidelberger Gebiet, die nächsten Questaufgaben. Also die nächsten Quests. So, aus Bermanns Kuchen, Küchengeheimnis. Ey, ich war noch nicht fertig. Das ist ein Goblin. Wir sind im nördliches Wachlager. Der erste Schritt auf dem Weg zum Händler. Parasitenbiene. Ja, komm schon, was brauchst du so lange? Ja, schneller. Verteidigungswaffe der Uralten. Erweitert euer Inventar dauerhaft um 2 Plätze. Cool. Paket mit harten Schwarzkristallsplittern. Da kriegen wir nochmal ein Pferd, eine Stute. Fünf Millionen Silber, wow, das ist ja richtig cool. Boss-Verteidigungsausrüstung. Mit rechts erhaltet ihr einen. Okay, da kriegen wir eine richtig geile Rüstung. Was ist das? Ah, okay. Nee, gut, Sibona, du bist da. So, jetzt mal nachschauen. Da, bevor wir jetzt nach Heidel gehen, ja, wir müssen da sowieso hin. Aber ich würde sagen, wir laufen, wir machen das einmal so, zack, 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 ding, 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 und dann bis hierhin halt. Und dann können wir in einem Schritt zurücklaufen. Das machen wir aber natürlich nicht allein, sondern mit unserem Pferd Epona. Los. 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 Muss ich da runter? Ich glaube ja, oder? Was für ein schöner Tag. So, Epona, du bleibst erstmal hier. Boah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie man noch kämpft. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Du bist ja auch nur einer Fresse. Alles einsammeln, einsammeln. Alter, habt ihr sie noch alle? Was wollt ihr jetzt, ne, ihr Fresser? Komm her. Ich glaub, du kannst mir was, oder was, ne? Ja, der Schwarzgeist will uns auch nochmal was hier. Ja, was willst du denn? Alter, jetzt verpiss dich mal, ich möchte genau einer Fresse. Was willst du jetzt? Ich bin hier voll im Stress. Das waren wohl doch nur die Minenkobolde hier. Keine große Herausforderung. Hoffentlich finden wir in Serendia noch stärkere Gegner. Stopp, 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 stopp.
Ja, also das ist auf jeden Fall besser. Das ist Fleisch. Und das ist besser. Aber ich nehme das hier, weil der hier links habe ich dann noch plus 10 Leben, beim rechten nur VK 1 höher. Und die Last wird auch mehr, deswegen nehme ich dann lieber den Helm. Hey da, ihr müsst Zähne zeigen. Ja, ist okay, alles cool. Ey, was hör mal auf, hier alles rumzuschnitzeln, dass ich mir hier auch nochmal hab. Apropos, ich muss hier gar nicht mal töten, was mache ich denn? So, als nächstes hier hin. Und auf unsere Weiße. Ich finde die Musik lustig. Oh, hier haben wir noch eine Quest, die wir nehmen können. Kommt ihr aus Velia? Herzlich willkommen. Lasst mich euch die Hand reichen. Ich habe mich hier niedergelassen, um nach Gold zu suchen. Mein Bruder sagte, man solle jegliches Gestein als eine Art Gold ansehen. Ich habe mich hier niedergelassen. Ja, das haben wir doch schon. Schön, aber brauchen wir ansonsten so nicht. Das brauchen wir so nicht. Deswegen los, noch schneller bewegt deinen Arsch, du. Ja, schon kann ich was dummer Gaul sagen, aber das ist Ikona. Ja, das kann man nicht machen. So, ich sehe, ja, das sind die Käfer. Ich möchte aber hier jetzt erstmal so hier hin. Und jetzt für die Käfer hier eine auf die Fresse, Alter. Ein Käfer nur, dann noch. Das sind immer zwei. Komm her. Das war Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Das war ja einfach und schnell. Muss ich hier noch was machen? Ah, diese Piepmachvögel, Kuckuckvögel brauche ich noch. Wo finde ich die? Ah, da sind diese Vögel. Hey, komm mal her. Komm mal her. Alter, was willst du jetzt hier? Verpiss mich, ihr scheiß Bienen. Komm mal her, schrumpf. Dann müssen wir mal erstmal hier Vögel rupfen hier. Das wird ein Braten, Leute. Ey, hab ich das gemacht? Ich muss mir nochmal die Skills durchgehen, weil ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. So, Nase juckt dann jetzt weiter. Ja, Vögel alle erledigt. Das ist okay so. Vogelnest brauchen wir nicht.
Deswegen können wir jetzt auch eigentlich weiter. Ach, deswegen. So, wir müssen zu dieser Farm hier jetzt als nächstes. Moment, wir machen das gerade mal so. Einmal umdrehen, drehen. Ja, das passt doch besser. So, auf dem Weg stehen. Mitten im Weg. Hallo erstmal. Imker, willkommen auf der Farm Alejandro, wo es wenig Milch, aber viel Honig gibt. Seht euch die Imkerei mit eigenen Augen an. Ja, das ist natürlich, mach ich gerne. Ach, du bist ein Abenteurer. Das ist Alejandros Bienenhof. Er ist regulär für seinen guten Honig bekannt. Müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Ich persönlich esse ja nicht so unbedingt Honig, das ist mir ehrlich gesagt etwas zu süß, aber es schmeckt aber auch nicht unbedingt schlecht, muss man sagen. Wenn ich mir jetzt gerade so nachdenke, ich habe schon seit Jahren keinen Honig mehr mal probiert. Nur mal fällt mir gerade so auf. Aber ich habe auch nicht wirklich das Bedürfnis. Ey, allein jetzt ist auch nur der Weg zu kleiner Spaß. Aus dem Weg, ich mach die Parasitenbienen fertig. Ja, ganz genau wie die Rebellen. Schaut euch das Eichenfass an und den Beutel da an. Ja. Okay, cool. Der hat noch eine Quest. Und wer hat denn hier noch eine Quest? Nicht du, nein. Soldat. Eine schöne Soldatin, muss man sagen, ja. Vielen Dank, Herr Alejandro, wird diese Art von Gefallen mögen. Abschließen. Oh, wir müssen hier den Quest abgeben. Cool. Wusste ich gar nicht. Oh, ihr meint Bärmann, der hier öfters vorbeischaut, nur den Honig zu kosten. Wie ihr sehen könnt, sieht es für die Höfe in Serendia so aus, wie wäre es, wenn ihr den Bauern helft. Sie erwarten auch nicht, dass die Hilfe umsonst ist. Natürlich können wir helfen. Hallo, Amario Alejandro. Grüße. Mir gehört dieser Saustall hier, ja, hallo, wie kann man so über seinen eigenen Hof sprechen, also bitte, ja, sei stolz drauf. Ich habe die Schnauze voll von den Parasitenbienen, aber was soll ich tun? Kuckuckvögel, darum kann ich mich gerade nicht kümmern. Ihr wollt mir helfen? Ich kenne euch nicht. Seid ihr denn gut genug? Ah, ihr seid besser als alle anderen hier. Ja, man, ey. So, wir nehmen mal die Quest an. So. Können wir irgendwas verkaufen? Willkommen, bitte seht zu, dass meine Schafe nicht verletzt werden. Ach, sind die süß, die Schafe. Was willst du, du Kürbiskopf? Was wollt ihr von mir? Ja, laden, ja, ach stimmt, wir haben die neue Rüstung noch gar nicht, also so. Ach, fail. Eisenerz. Wo habe ich jetzt Eisenerz herbekommen? Was kann ich überhaupt mit. Kann ich überhaupt benutzen? Kann ich mir sammeln oder verkaufen? Okay. Ja, was machen wir?
Oh cool, dann mag das, hätten wir ja wirklich mehr Geld dafür. Austauschen pro nördliches Wachlager 80.000 für 40.000 Silber oder was? Nee, lass mal. 50 von denen tauschen für 10.000 Silber. Wir haben hier noch Platz, deswegen lassen wir das mal. Wir müssen hier nichts kaufen erstmal. Außerdem Brief mit Rückzahlung, nee, das hat Inventarerweiterung wollte ich, das hier will ich machen. Okay, soweit passt das. Jetzt können wir nochmal das alte Zeug hier verkaufen, weil es bringt uns jetzt auch nichts weiter. Wir haben da noch jede Menge, so haben alle, ja. Jo, komm. So Geld richten wir jetzt auch nicht, also weg damit. Okay, das war's dann. Kanan. Aber wie cool, komm, schaut euch mal Kanan. Die hat einen Falken auf der Schulter. Alles ist cool. Was soll ich denn damit jetzt? Okay, die Questziel teilweise abgeschlossen. So, ja, können wir gerne weitermachen. Hallo erstmal. Können wir auch vielleicht von Angesicht zu Angesicht? Okay, nee, du willst also nicht. Du willst mich also nicht anschauen. Der Schattengeist will noch, der Schwarzgeist will noch was. Hey da, ihr müsst Zähne zeigen. Diese Aura, das ist ein Diener der Finsternis, er befindet sich nicht weit von mir. Ein Diener der Finsternis sorgt immer für Ärger, das wird ein Spaß. Hast du noch mehr? Nee, schon alles aktiv, ich habe schon alles angenommen. Das ist ein Arbeiter, der hier am Schaffen ist, Kürbisse für das wahrscheinlich für Halloween und so sind ja dann noch ein paar Tage. Apropos, habe ich da was Neues? Das wollte ich mir aufheben, weil ich da noch oder ja, heben wir uns das noch auf. Oder warte, wir nehmen mal das da und dann für 30 Minuten oder nee, wir machen mal für eine Stunde. So, und jetzt ja, okay, ja, gern. So, wir haben da wieder was bekommen. Wir werden hier mit Geschenken überschüttet. Klappsteinkleid. Oh, wir haben noch eine neue Festkleidung. Sehr schön, sehr schön. Ja, bitte. Zack. Eine neue Kleidung. Wahrscheinlich sieht es eher lächerlich aus, gerade, so wie ich das sehe. Schifflizenz, Fischerboot, Jan, ist ja geil. Wir können uns echt kein Schiff holen. Leute, das wird richtig cool. Wir werden auf die See segeln. Wie richtige Piraten oder Abenteurer, wie es sein soll. Und ein bisschen fischen. Es war nur ein Fischerboot, aber hey, scheiß drauf, es ist ein fucking Fischerboot, ja? Es ist ein Boot. Ah, da freue ich mich jetzt schon, da freue ich mich jetzt schon. Also, wie sieht unser neues Kostüm aus? Lass uns mal kurz anschauen. Wenn ich noch irgendwie herausfinden würde, wie diese komische Dings funktionieren würde, welche Tastenkombination ich machen muss, Charakter versetzen.